All mein Denken, all mein Wollen soll auf dich gerichtet sein. Ich finde es eine richtig gute Überleitung zur Predigt. Danke, Tabea, für deinen Lobpreis. Ihr Lieben, wir wollen heute früh über das Thema Glauben nachdenken. Jona, kannst du erst vor ihr? Gut. Genau genommen habe ich während der Vorbereitung gemerkt, dass für das Thema 30 Minuten eigentlich nicht reichen. Und ich habe mir jetzt einfach mal das rausgegriffen, was ich gedacht habe, dass das Wichtigste ist. Und ihr wisst das natürlich, die Überschrift über die heutige Predigt hat eine Vorgeschichte. Als Thomas, der Jünger Jesu, gehört hat, Jesus wäre auferstanden, da konnte er es nicht glauben. Und dann kam Jesus leibhaftig und machte nur für ihn nochmal eine Sondervorführung. Er ließ ihn die Wunde in seiner Seite und die Nägelmale in den Händen anfassen. Das muss eine Wahnsinnssituation gewesen sein. Jesus ist wirklich wieder lebendig und Thomas durfte diese Tatsache buchstäblich mit seinen Händen fassen. Aber interessant, der Kommentar von Jesus zu dieser Szene, und das ist genau unsere Überschrift: Du glaubst mir, weil du mich gesehen hast. Aber glücklich sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ist euch schon mal aufgefallen, dass viele der größten Wunder, die Jesus getan hat, vor ganz wenigen Leuten geschehen sind? Und das Gravierendste war der Moment, wo er selbst aus dem Grab auferstanden ist und da war überhaupt niemand dabei, der das live gesehen hätte. Einer der größten Momente der Weltgeschichte und keiner war da, als es passierte. Und das Verrückte ist, der Moment, wo Jesus gekreuzigt wurde, also der Moment, wo Gott als Mensch hingerichtet wurde, das haben sehr viele mitgekriegt. Und das Böse inszeniert es absolut spektakulär als Schauspiel, wie dort Gottes Sohn am Kreuz hängt. Und viele sehen es. Die Römer, die Juden, Jesu Jünger, die eigene Mutter. Und alle erleben mit, wie Gottes Sohn am Kreuz stirbt. Und dann kommt der Moment, wo er wieder aufersteht, wo das größte Wunder der Geschichte passiert, nämlich, dass der gekreuzigte Jesus ins Leben zurückkommt und keiner ist dabei. Es ist ein schwerer Stein vorm Grab. Selbst die Wachsoldaten werden vor Schreck bewusstlos und kriegen den Moment, wo Jesus aufersteht, nicht mit. Kein einziger von den Jüngern, auch die Frauen nicht, die am Morgen danach zum Grab gehen. Es hat keiner gesehen. Stattdessen nur ein Engel, der auf den Ort verweist, wo Jesus gelegen hat. Er ist einfach so im Geheimen auferstanden und keiner hat es mitgekriegt. Ich stelle mir vor, Jesus hätte einen Medienberater gehabt. Haben ja heute fast alle Prominenten. Da wird er sich die Haare raufen bei dieser Arbeitsweise von Jesus. Die ganzen spektakulären Dinge, die Wunder, die geschehen fast im Verborgenen und seine Kreuzigung, die ja in den Augen seiner Freunde eine Vollkatastrophe war, ist in aller Munde. Jesus überlässt zumindest für den Moment die Deutungshoheit des Geschehens am Kreuz seinen Gegnern. Und man ist ja eigentlich so versucht zu fragen, warum hat Jesus seine großen Taten nicht viel massenwirksamer inszeniert? Er hätte seine Auferstehung total spektakulär in Szene setzen können. Alle sehen es und wären von ihm überzeugt gewesen. Naja, möglicherweise. Stattdessen tut er einige der größten Wunder nur vor ganz, ganz wenigen Leuten. Er ist auf dem Wasser gelaufen, als nur seine 12 Jünger dabei waren. Warum hat er sich, als er vor tausenden Leuten
am See Genezareth gepredigt hat, nicht auf Wasser gestellt, statt im Boot zu stehen. Man müsste meinen, die Wirkung wäre ungleich stärker gewesen. Man hat so den Eindruck, dass es Jesus viel weniger um eine spektakuläre Massenwirksamkeit geht, als vielmehr um eine intensive Beziehung mit denen, die sich auf ihn einlassen. Jona, gibt es mal die nächste Folie. Das, worum es Jesus geht, ist die Beziehung mit den Leuten, die mehr von ihm wollen. Als er dann auferstanden ist, ist er 500 Leuten persönlich erschienen. Zwar nicht allen auf einmal. Er hätte sich ja auch in den Tempel in Jerusalem stellen können. Da bin ich wieder, Pech gehabt. Ihr könnt mich nicht töten. Macht er aber nicht. Zwei Leuten, die auf dem Weg nach Emmaus unterwegs waren, ist Jesus so unscheinbar erschienen, dass sie ihn gar nicht erkannt haben. Und dann fängt Jesus an, ihnen die Heilige Schrift auszulegen und erzählt ihnen alles vom Messias, also von sich selbst. Und das ist wahrscheinlich die krasseste Predigt, die jemals gehalten wurde. Jesus predigt Jesus durch die ganze Bibel hindurch. Wie gerne würde ich wissen wollen, was er dort alles erzählt hat. Von Mose und den Propheten, alles über, was alles die Leute schon über ihn gesagt haben. Wo wir dann in der Bibel rumblättern und versuchen irgendwie die Zusammenhänge zu verstehen. Und hier ist Jesus, der Sohn Gottes, und predigt sich selbst von Anfang der Schrift bis zum Ende. Und nur zwei Leute kriegen es mit. Nur zwei Leute sind dabei und die sagen danach, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss. Das war offenbar extrem zu Herzen gehend. Brannte nicht unser Herz. Und nur zwei Leute waren dabei. Jesus nimmt es in Kauf, unspektakulär und gar nicht medienwirksam daherzukommen. Er zeigt sich vielmehr denen, bitte mal die nächste Folie, er zeigt sich vielmehr denen, die ihn suchen. Auch wenn es nur ein paar ganz Einzelne sind. Und ihm scheint die Beziehung zu diesen Einzelnen viel wichtiger zu sein, als die Riesenwirkung, die er in der Öffentlichkeit erzielen könnte. Stattdessen begegnet er immer und immer wieder auf ganz unspektakuläre Weise einzelnen Menschen. Und das macht er bis heute so. Wenn ich überlege, die intensivsten Begegnungen, die ich mit Jesus hatte, wo er am stärksten in mir gewirkt hat, das waren alles Situationen, wo ich mit ihm allein war. Oft auch mitten im Lobpreis, mit vielen Leuten um mich herum, aber Jesus hat zu mir so gesprochen, dass keiner was davon mitgekriegt hat. Jesus war da, hat in mir gewirkt und nur ich war dabei. Es ging ja am Ende auch nur um mich. Das Wirken Jesu ist nie von Medienrummel begleitet, weder damals noch heute. Und ich lerne zwei Dinge daraus. Zum einen, Gott liebt es, wenn wir ihm blind vertrauen, wenn wir ihm in unseren Herzen glauben und ihm vertrauen, auch wenn wir damals nicht dabei waren, als er auferstanden ist. Ich lerne noch ein zweites daraus. Dieses Grundprinzip bei Jesus, viele Wunder, viele großartige Dinge, viele Predigten, nur vor ganz wenigen Leuten zu tun, zeigt, wie es ihm um den Einzelnen geht. Er sieht jeden Einzelnen hier im Raum und auch alle, die nicht hier sind. Jeden Mensch auf dieser Welt, wie er das koordiniert bekommt, das weiß ich nicht. Diese vielen, vielen Milliarden Menschen, die zu allen Zeiten gelebt haben, und Gott sieht den Einzelnen. Und er liebt den Einzelnen. Er weiß alles
über dich und mich. Er sieht das Potenzial, was in uns steckt, was er ja selbst in uns hineingelegt hat, was er auch noch in uns hervorbringen will. Er sieht, wo die Hindernisse sind, die uns gerade ausbremsen, warum es nicht weitergeht in unserem Glaubensleben. Alle Versuchungen, alle Grundgefühle des Herzens, alles, was uns fertig machen kann, das hat er Jesus erlebt, als er Mensch war. Er kennt uns und er sieht den Einzelnen und er ist Stück für Stück an jedem Einzelnen dran. Und man kann wirklich sagen, es liegt ihm nichts daran, die breite Masse abzufischen. Es liegt ihm vielmehr daran, bitte mal die nächste Folie, es liegt ihm vielmehr daran, dass Leute ihn suchen und deren Leben dadurch nachhaltig verändert wird. Die breite Masse und die versammelten Skeptiker dagegen, die wollen Beweise sehen. Vor seinem Tod wurde ihm ja entgegengerufen, steig doch runter vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist. Und die menschliche Logik war, der kann doch nie und nimmer Gottes Sohn sein, wenn er jetzt dort hängt. Es ist dieselbe Haltung, die Satan ihm entgegengerufen hat. Wenn du Gottes Sohn bist, dann wirf dich doch vom Dach des Tempels runter. Gott wird dich schon beschützen. Mach mal was Spektakuläres, Atemberaubendes. Und er hat es nicht gemacht und hat in Kauf genommen, unterschätzt zu werden. Und Jesus nimmt es regelmäßig in Kauf, unterschätzt zu werden. Und das passiert bis heute. Und vermutlich unterschätzen auch viele Christen Jesus regelmäßig. Wie kann es sein, dass wir an Jesus glauben, dem alles möglich ist, der die ganze Welt geschaffen hat, und manche treffen ihre Entscheidungen so, als würde es letztendlich von ihrer Kraft und ihren Möglichkeiten abhängen. Was muss passieren, damit auch wir heute lernen, Jesus vorbehaltlos zu vertrauen? Wie viele Dinge haben viele von uns mit Gott schon erlebt? Und trotzdem leben manche so, als wären sie selbst nicht dabei gewesen. Bei dem, was Gott schon gemacht hat. Bei dem, was wir über ihn schon gehört haben. Was wir eigentlich schon verstanden haben vom Reich Gottes, von seinem Wort. Ich bin ja öfters wegen Tontechnik oder Begrüßungsdienst von Ruth sonntags früh vom Gottesdienst zeitiger da. Und da ist es ganz normal, wenn man da mit Leuten ins Gespräch kommt. Und oft höre ich da von zum Beispiel Rückenschmerzen, Knieproblemen, Problemen mit der Schule, mit den Kindern oder Arbeit oder Ehe und so weiter. Das Unverständliche ist nur, die meisten, mit denen ich vorher über diese Anliegen geredet habe, sind dann nach dem Gottesdienst nicht vorne beim Beten. Und mich beschäftigt schon länger die Frage, woran liegt das? Warum lassen verhältnismäßig wenige für ihre Anliegen beten? Und die Frage ist, glaubst du daran, dass Gott auf eine übernatürliche Weise heilen kann, helfen kann, eingreifen kann? Und schon sind wir eigentlich wieder beim Thema Glauben. Glücklich sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Das sagt Jesus zu Thomas. Und mal bitte die nächste Folie gleich. Ja. Wir Christen sind sogar dazu bestimmt, die gleichen Wunder zu tun wie Jesus. Da steht so im Johannesevangelium, ihr seht es vorne an der Wand, sogar noch Größeres, sagt Jesus selbst. Das muss man sich mal so richtig überlegen, das ist der Hammer. Gott lässt damals wie heute oft seine Wunder unter Menschen geschehen, die blind vertrauen. Und das ist, wenn man das mal alles so ein bisschen von außen sieht, das ist Absicht, dass wir einen für natürliche Augen unsichtbaren Gott haben. Sonst wäre es am Ende ja kein Glaube. Übernatürliche Dinge tut Gott dort, wo Menschen ihm glauben und vertrauen, ohne zu zweifeln.
Thomas war nicht verworfen, obwohl er nicht glauben wollte. Jesus ist auch da sehr barmherzig. Aber er sagt, besser ist es zu glauben, ohne Beweise zu haben. So ein Glaube hat Kraft. Wer nicht an Gottes Wunder glaubt, da wird in der Regel auch nicht bereit sein, zu glauben, wenn er das Wunder mit eigenen Augen sieht. Okay, schauen wir, was die Bibel über das Thema Glaube sagt. Eigentlich wissen wir das alle. Zum Glauben gehört als ersten Schritt Umkehr. Man könnte auch sagen Bekehrung, Reue, Umbesinnung. Im Nachhinein weiß ich, dass mich der Heilige Geist dazu gebracht hat, zu erkennen, dass ich ein Leben ohne Gott geführt hatte. Jesus wurde mein Retter, mein Sündenvergeber. Und wenn du Gott aufrichtig um Vergebung bittest, dann wirst du sie bekommen. Glauben bedeutet im Kern Vertrauen, drückt also genau genommen eine Beziehung aus. Wir glauben auch nicht an etwas, sondern wir vertrauen einer Person, nämlich Jesus und seinem stellvertretenden Tod am Kreuz. Durch dieses vollbrachte Werk am Kreuz bist du rein, gewaschen, geheiligt und für gerecht erklärt. Und in der Taufe mit Wasser drückst du das aus, dass Jesus der Herr über dein Leben geworden ist. Du hast eine neue Identität in Christus bekommen. Jona, gibst du mal nächste Folie? Ja. Wenn du in den Spiegel schaust, dann siehst du aber noch unter Umständen auch noch was anderes. Du weißt selbst nur allzu gut, dass du nicht vollkommen bist. Du kennst deine Unzulänglichkeiten und du weißt, dass du genau genommen eigentlich nur stolpernd hinter Jesus herläufst. Aber die Bibel sagt nicht, dass du vollkommen bist, weil du dich vollkommen benimmst. Die Bibel sagt, dass Gott dich in Christus nicht anders sehen kann als vollkommen, weil jetzt Jesus in dir wohnt. Jesus nimmt durch den Heiligen Geist in dir Wohnung. Gott möchte, dass du lernst, dich so zu sehen, wie er dich sieht. Welch eine Veränderung des Denkens. Zum Glauben gehört unbedingt der Empfang des Heiligen Geistes. Das kann bei der Bekehrung schon passiert sein, während der Wassertaufe oder später. Ich persönlich musste mich ziemlich lange nach dieser Taufe im Heiligen Geist ausstrecken. Aber ein sicheres Zeichen, dass du sie hast, ist das Sprachengebet. Und der Heilige Geist will dich in einen lebenslangen Prozess immer weiter zu Christus hinziehen. Ein Bibelvers, der mir sehr wichtig geworden ist und der auch genau genommen an dem Nummernschild unseres Autos steht. Da steht nämlich JH, also Erz-JH 738, also Johannes 7, Vers 38. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und Ströme lebendigen Wassers ist in der Bibel immer ein Bild für den Heiligen Geist. Also ein klarer Hinweis, dass Glaube und der Heilige Geist untrennbar zusammengehören. Glauben ist auch nichts Statisches. Wir haben eine Beziehung mit Jesus, sind also in einem engen Kontakt mit ihm. Jonah, gibst du mal den nächsten? Eine, wie ich im Nachhinein gemerkt habe, eine sehr, sehr unvollständige Aufzählung, was Glaube ist. Glaube ist der Autorität der Bibel zu vertrauen. Wenn wir also an Jesus Christus glauben, dann ist er das Fundament unseres Glaubens. Die Bibel ist das Wort Gottes an uns Menschen. Auch wenn die Bibel von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurde, so wurde der Inhalt doch vom Heiligen Geist inspiriert.
Jonathan Whitlock, ein Pastor und ein Bibellehrer, den ich sehr schätze, der hat es mal so ausgedrückt. Wir können fest davon ausgehen, dass wir die Bibel so in der Hand halten, wie Gott es wollte, dass wir sie bekommen. Und die Bibel ist kein Geschichtsbuch, sondern ist ein Buch für die Gegenwart. Und Gott will zu dir, zu mir, zu jedem von uns reden, durch die Bibel. Aber sie bekommt erst dann für dich Bedeutung, wenn du ihre Autorität anerkennst. Wenn ich mich also vor eine Gemeinde stelle und predige, dann habe ich eine Verantwortung gegenüber Gott, nicht irgendetwas Wichtiges wegzulassen. Gott erwartet von mir, dass ich mich nicht um unbequeme Wahrheiten seines Wortes herum mogle. Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch dieser Meinung seid. Dann reden wir gleich mal über so eine Bibelstelle. Jona? Okay. Glaubt, dass ihr es empfangen habt, so wird euch die Bitte erfüllt werden. Markus 11, Vers 24, darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Steht so unzweifelhaft in der Bibel. Auch andere Übersetzungen lassen keinen Zweifel aufkommen. Glaube kommt nicht aus dem Verstand, sondern aus dem Herzen. Wenn man also Glauben hat, wirklichen Glauben an Gottes Wort, dann sagt man, wenn Gottes Wort es so sagt, dann ist es so. Es gehört mir, ich habe es jetzt, auch wenn ich es im Moment noch gar nicht sehen kann. Und jetzt könnte jemand sagen, naja, aber das, wofür ich bete, sehe ich nicht. Es ist bisher noch nicht eingetroffen. Genau genommen ist so ein Satz auch Ausdruck des Misstrauens gegen Gott und auch kein Glaube. Der richtige Standpunkt wäre, du musst glauben, dass du es empfängst, bevor du Gebetserhörung erhältst. Also das Empfangen kommt erst nach dem Glauben. Und Jesus hat mal gesagt, das ist ein ganz wichtiger Satz, der mir auch immer wieder nachgeht, lass meine Worte nie von deinen Augen weichen. Und wenn Gott Gottes Wort auch gesagt hat, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und wenn dieses Wort nicht von unseren Augen weicht, dann wird es passieren, dass du deine Aufmerksamkeit weg von den Symptomen hin zu Jesus kriegst. Und das wird in den meisten Fällen auch die ganze Situation verändern. Ich habe ein Zitat gefunden einer Frau, die schon lange nicht mehr lebt. Das ist Evangelistin und Autorin, Dr. Lillian Yeomans. Und die hat mal gesagt, wenn ich für etwas bete und es nicht bekomme, muss zuerst eine Änderung eintreten, bevor Gebetserhörung geschieht. Da ich weiß, dass Gott sich nicht verändern kann, so muss ich wohl derjenige sein, der anders werden muss. Eigentlich eine Logik, aber wenn ich für etwas bete und es nicht bekomme, muss zuerst eine Änderung eintreten, bevor Gebetserhörung geschieht. Da ich weiß, dass Gott sich nicht verändern kann, so muss ich wohl derjenige sein, der anders werden muss. Wir können einfach nur sagen, frag Gott, was in dir, was in mir, was in uns anders werden muss. Es gibt aber auch andere Gründe, warum Gebet nicht erhört wird. Gleich den nächsten Vers von Markus 11, 24, Markus 11, 25. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel eure Verfehlungen auch vergibt. Das heißt, genau genommen, Unvergebenheit kann ein Hinderungsgrund für Gebetserhörungen sein. Genauso ist es mit
unbedachtem Reden. Alles, was wir laut aussprechen, hat Macht in der unsichtbaren Welt. Und das heißt auch, negative Sätze können zu einem Fluch werden. Und der folgende Satz ist mehrfach ausgesprochen worden. Bitte betet für mich, denn ich glaube, ich habe Krebs. Es ist leider so, aber Gebet wäre hier in diesem Fall wirkungslos, denn Jesus hat auch gesagt, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und das gilt nicht nur im Positiven, wie wir es ja diese Bibelstelle immer nehmen. Das gilt auch für negative Aussagen. Gott hat uns sein Wort gegeben, um unser Denken auszurichten, sodass wir richtig glauben. Und wenn unser Denken und unser Glaube richtig sind, dann wird auch über kurz oder lang unser Reden richtig werden. Bitte mal die nächste. Auch wieder so ein steiler Satz. Hoffnung ist kein Glaube. Wenn ich sage, ich werde später Heilung empfangen, dann ist das kein Glaube. Es ist Hoffnung und die kann keine Heilung bewirken. Alles, was in die Zukunft weist oder sieht, ist Hoffnung und nicht Glaube. Der Glaubende sagt, es gehört mir, ich habe es jetzt. Solange du hoffst, dass es irgendwann später geschieht, wird es genau genommen niemals zustande kommen. Aber von dem Augenblick an, wenn du anfängst zu glauben, wird es Realität. Und ich bin mir bewusst, dass das für manche eine ziemlich schwierige Situation ist und auch für manche ein ziemlicher Weg ist, auch dorthin zu kommen. Und Jesus liebt jeden Einzelnen und sieht unsere Bemühungen und weiß ganz genau, er verachtet uns nicht, wenn wir wirklich für eine Geschichte, wo ein anderer 5 Minuten braucht, 10 Jahre brauchen. Auch so ein Glaubenssatz ist, wenn du glaubst, wirst du handeln. Wenn ich also um etwas bitte, wo ich weiß, dass es Gottes Wille ist, dann kann es sein, Gott erwartet von mir, dass ich aufs Wasser gehe. Wir haben es vorhin gesungen. Und erste Schritte gehe, bevor seine Zusagen in Form von Geld, Mitarbeitern, von Gesundung oder wie auch immer, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, bevor das bei mir eingetroffen ist. Und es ist ein Ausdruck von Glauben zu beginnen, bevor Gottes Hilfe eintritt. Als das Volk Israel vor dem verheißenen Land stand, da gab Gott die Zusage, dass sie durch den damals sehr breiten Jordan unbeschadet durchlaufen können. Also nicht vergleichbar mit heute. Da kannst du ja wahrscheinlich sofort durchlaufen, ohne dich groß nass zu machen. Aber die Priester damals mussten Gott vertrauen und mit der Bundeslade ins Wasser gehen. Erst dann staute sich das Wasser. Sie haben also erst gehandelt und Gott vertraut. Ich glaube, das ist ein wichtiger Satz, der auch in Zukunft, war für mich auch nicht immer ganz so klar, für mich eine große Bedeutung haben wird. Glauben bedeutet zu handeln. Wenn du mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst, bist du gerettet. Auch das hat eine bekannte Bibelstelle, Römer 10, Vers 9 und 13, habe ich jetzt hier mal. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Gott der Herr ist, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Vielleicht sind ja heute früh Leute da, die Jesus noch nicht kennen. Du kannst anstellen, was du willst. Jesus schämt sich nicht für dich. Er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Er will in dein Leben hineinkommen, damit du erneuert wirst.
Nicht, weil du schon alles in Ordnung gebracht hast, sondern damit du alles in Ordnung bringst. Damit Freiheit in dein Leben hineinkommen kann. Er hat null Berührungsängste mit dir. Und das hatte er auch schon vor 2000 Jahren, als er als Mensch in diese Welt gekommen ist. Es war ihm total egal, was die Leute über ihn dachten. Die damalige geistliche Elite war der Meinung, er hat sich eh nur um die falschen Leute gekümmert. Er ist mit den falschen Jungs um den Block gezogen. Er nimmt in Kauf, dass er bekannt ist als Freund der Zöllner und Huren. Er hat Matthäus berufen, später einen seiner engsten Jünger, als der noch in seiner Zollhütte saß. Der hat sich nicht vorher bekehrt und Buße getan, sondern Jesus geht hin zu ihm und holt den korrupten Landesverräter weg vom Zoll. Der folgt ihm nach, bringt sein ganzes Leben in Ordnung, weil er sich so von Jesus angenommen und geliebt fühlt. Er hat uns zuerst geliebt, sagt die Bibel. Noch bevor wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, dass es ihn gibt. Mal bitte den nächste Folie. Genau. Glaube ist, Gottes Wunder zu erwarten. Ich höre oft so krasse Geschichten, wie Gott wirkt. Es liegt schon ein paar Jahre zurück, als die Terrororganisation Islamischer Staat im Nahen Osten ihr Unwesen trieb. Und da ist es passiert, dass IS-Terroristen Jesus im Traum ganz deutlich vor sich gesehen haben. Er hat zu ihnen geredet und sie haben daraufhin ihr Leben radikal umgestellt. Ein Bekannter erzählte mir von einem Buch, wo ehemalige Moslems berichten, wie Jesus ihnen auf der Pilgerfahrt nach Mekka begegnet ist. Mekka darf genau genommen von keinem Nicht-Muslim betreten werden. Da stehen entsprechende Schilder an allen Zufahrtsstraßen. Das heißt, es gibt rein theoretisch gar keine Christen, die von Jesus erzählen könnten. Aber Jesus selbst wohnt in Mekka. Und dort kommen Leute aus aller Welt auf ihre Pilgerreise hin. Einige bekehren sich dort, weil Jesus ihnen im Traum begegnet. Das müssen ziemlich eindrückliche Erlebnisse sein. Dann gibt es andere, die leben in Mekka, haben Jesus schon seit Jahren im Herzen und wenden und werden von Gott mit Frischbekehrten zusammengeführt. Dort kommen Leute zum Glauben, mitten in einer Stadt, wo es eigentlich nie passieren durfte. Aber Jesus wohnt dort. Wir sollten daran glauben, dass er auf übernatürliche Weise an den unmöglichsten Orten wirkt. Jesus, wir wissen das alle, Jesus wohnt auch im Plus-Gemeindezentrum. Ich bin vor einiger Zeit im Lobpreis zutiefst berührt worden. Also Lobpreis berührt mich fast immer. Aber das war also wirklich ein richtig sehr tiefes Erlebnis. Interessanterweise war es sogar ein englischsprachiges Lied, Waymaker. Und wir haben sich zwei Textpassagen ganz tief eingeprägt, das ist jetzt schon hinter mir. Beides Mal ist von Jesus die Rede, du bist hier, wirkst an diesem Ort und du bist hier, heilst jedes Herz. Und es war, als sagte Jesus, ich werde in diesem Plus-Gemeindezentrum auf eine übernatürliche Weise Menschen heilen. Ich werde Menschen von Bindungen an Satan befreien und ich werde durch euch Wunder tun. Ich bin sicher, Gott wird hier große Dinge tun. Und hier geht es wieder um Glauben. Stellen wir uns auf solche prophetischen Worte und erwarten sie oder reagieren wir skeptisch? Und das ist genau das, was ich mir so sehr wünsche, dass wir Gottes übernatürliches Eingreifen erwarten, dass wir ihn anbeten und verehren. Jesus, der so oft unscheinbar kommt, der nicht nach menschlicher Logik handelt,
der an Orte kommt und zu Leuten, die wir vielleicht meiden. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir neu lernen, ihn dafür zu verehren, dass er so ist. Es braucht Demut bei Gott selbst, weil Jesus selbst diese Haltung der Demut hatte. Der hatte diese Haltung der Demut bis zum Niedrigsten, bis zum Äußersten sich zu erniedrigen. Und in dieser Haltung werden wir am meisten von Gott empfangen. Viele von euch werden Heidi Baker kennen, Missionarin und Buchautorin. Die hat mal gesagt, das Wasser fließt immer zu den tiefsten Stellen. Wenn wir nur niedrig genug sind, dann werden wir jeden Tropfen der Vollmacht Gottes aufnehmen. Jesus wurde wie seine Geschöpfe. Niedriger geht's nicht. Er macht das, um uns das Reich Gottes zu verdeutlichen. Er beruft Schwache, die nach menschlichen Maßstäben völlig unfähig sind, und baut mit ihnen Reich Gottes. Wer hätte von uns nicht gerne in solche Unternehmen wie Apple oder Microsoft investiert, als die noch in der Garage gebastelt haben? Wir wären heute Multimillionäre, wenn wir das damals schon erkannt hätten. Menschlich ist, immer in das zu investieren, was schon groß ist. Menschlich ist, sich mit den Leuten abzugeben, wo schon jetzt sichtbar wird, dass sie eine große Karriere machen werden. Aber Gott investiert sich in das, wo noch absolut nichts zu sehen ist, wo alle denken, das ist vergeblich. Da kommt er hinein. Er erwählt die Schwachen, die Erfolglosen und baut mit ihnen Reich Gottes. Und wenn wir uns schwach und unbedeutend fühlen, das ist überhaupt kein Problem, dann sind wir genau die richtigen Leute, in denen Gott das Gold freilegen will, was er schon längst in uns hineingelegt hat. Er will sich in dich und mich investieren. Lasst uns im Glauben zu Christus hin wachsen, dass wir diesen Weg, den er für uns hat, immer deutlicher erkennen. Und es ist ein Ausdruck von Glauben, wenn du nach dem Gottesdienst hier vorn für deine Anliegen beten lässt und wenn du fest daran glaubst, dass es geschieht. Amen.